Ronny Keller, es steht jetzt 3-1. In der Defensive sind wir zu unkonstant. An was liegt das? Ja, es ist einfach, erstens mal, wir sind im Kopf nicht parat. Das ist schon der dritte Match jetzt in Folge, wo wir im ersten Drittel schlafen. Zweitens, wir haben überhaupt keinen Support. Wenn wir unter Druck sind, können die einen noch wechseln und sonst geht natürlich gar nicht. Ich denke auch, vor allem habe ich gesehen, dass Stürmer sehr tief sind. Ich denke, das ist etwas, was die Verteidiger eher ein Problem haben mit dem, weil es kein klares 1 gegen 1 geben kann. Haben ihr untereinander, könnt ihr ein bisschen etwas unternehmen, dass das nicht so passiert? Ja, sicher. Ich meine, es ist eigentlich klar, was wir spielen in unserer Zone. Wir wollen das sogenannte Haus verteidigen. Es ist klar, dass die Stürmer etwas weiter runterkommen. Aber momentan funktioniert die Switch und die Kommunikation nicht so, wie es eigentlich sieht. Und da müssen wir sicher daran arbeiten für das zweite und dritte Drittel. Hoffen wir, dass es im zweiten Drittel besser kommt. Ich denke, wir brauchen einen Schub und der wird kommen. Danke vielmals, Ronny Keller. Danke auch.